Stell dir vor, in deiner Stadt wird alle paar Wochen ein Mensch gefunden, der brutal ermordet und vielleicht sogar vergewaltigt wurde. Frauen trauen sich nicht mehr alleine auf die Straße. Besorgte Eltern fürchten um ihre Kinder. Wir vergessen schnell, dass Serienmörder ganze Städte und Regionen in Panik versetzen. Und wir sprechen nicht von fernen Städten wie Florida oder Mexico City. Nein, es geht um Serienmörder, die unter anderem in Berlin, Frankfurt und Hamburg entsetzliche Mordserien begangen haben. Städte, in dessen Nähe wir vielleicht sogar wohnen und wo damals niemand wusste, wer der Mörder ist und wann er wieder zuschlägt. Es folgen 10 weitere der schlimmsten Serienmörder aus Deutschland. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr oder jemand aus eurer Familie einen der Serienmörder damals hautnah miterlebt hat. In einer kalten Winternacht des Jahres 1990 findet ein Wachmann den leblosen Körper eines Mannes. Der obdachlose Tote liegt blutüberströmt in einer Parkanlage in Frankfurt. Sein Schädel ist bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Bis zum Frühsommer desselben Jahres werden in den Wallanlagen von Frankfurt 7 weitere Opfer gefunden. 3 Mordopfer werden innerhalb von nur 24 Stunden ermordet. Sofort ist klar, dass es sich um einen Serienmörder handeln muss. Die Tötungen geschehen immer durch stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf. Die Polizei installiert daraufhin Überwachungskameras, vergeblich, denn keine relevanten Bilder kommen zustande. Im Mai 1990 beobachtet ein Zeuge, wie der Hammermörder von Frankfurt, wie er inzwischen genannt wurde, sein letztes Opfer brutal erschlägt. Keine Viertelstunde nach dem Mord wird ein Verdächtiger festgenommen. In seiner Hand hält er einen blutverschmierten Hammer. Es ist der 50-jährige Elektriker Arthur Gatter. Gatter fiel in den Jahren davor durch kleinere Delikte auf. Er verlor seinen Job und galt als schizophren. Laut einem Gutachten lebte er permanent in einer Art Wahnvorstellung. Die hat sein ganzes Leben bestimmt. Bei Vernehmung sagt er aus, dass seine Opfer durch dunkle Mächte in den Park geführt wurden, um von ihm getötet zu werden. In den Parkanlagen von Frankfurt sucht er bewaffnet mit einem Hammer nach Obdachlosen, die auf einer Parkbank schlafen. Mitten im Schlaf zertrümmert er den völlig ahnungslosen Opfern dann den Schädel. Die Tatorte glichen einem Blutbad. Meterweit waren Blutspritzer festzustellen. Ein Zeichen dafür, dass Gatter mit enormer Stärke zugeschlagen hat. Zum Prozess kommt es nie. Arthur Gatter nimmt sich kurz nach seiner Verhaftung das Leben. Weder für seine Taten noch für das Schicksal seiner Opfer konnte er je den geringsten Anschein von Reue empfinden. Es scheint so, als wäre Arthur Gatter kein Mensch gewesen, sondern eine empathielose Bestie. Nils Högl wuchs in Wilhelmshaven in besten Verhältnissen auf. Er fiel nie negativ auf. 1993 schließt er erfolgreich die Ausbildung zum Krankenpfleger ab. Doch gegen Ende 2001 gab es zunehmend Ungereimtheiten. Er war im Klinikum Oldenburg beschäftigt. Den Ärzten und Pflegern dort fiel auf, dass es zu häufigen Reanimationen und Todesfällen kam. Immer, wenn Högl Dienst hatte. 2001 wird er versetzt. Doch bereits ein Jahr später fällt auch dem Chefarzt auf, dass Patienten immer wieder in lebensbedrohliche Situationen geraten, wenn Högl Dienst hat. Högl wird zur Kündigung gedrängt und fängt im Klinikum Delmenhorst an. Es ist unfassbar, dass keiner der Ärzte die auffälligen Todesfälle gemeldet hat. In Delmenhorst kam es zu weiteren Vorfällen. Auf der Station wurden leere Ampullen eines Medikamentes gefunden, das Herz-Kreislauf-Störung auslösen kann. Doch wieder geht niemand der Sache nach. 2005 wird Högl dann auf frischer Tat ertappt, als er einem Patienten über einen gelegten Zugang ein Medikament injiziert. Endlich wird die Polizei informiert und beginnt zu ermitteln. Es stellt sich heraus, dass fast doppelt so viele Patienten starben, wenn Högl Dienst hatte, als statistisch gesehen zu erwarten wäre. Jahrelang ermittelt die Staatsanwaltschaft, exhumiert hunderte Leichen. In vielen der Toten ließen sich nicht verschriebene Medikamente nachweisen.
2019 wurde Nils Högl in 58 Fällen des Mordes schuldig gesprochen. Es ist aber davon auszugehen, dass er mindestens doppelt so viele Menschen ermordet hat, indem er ihnen heimlich ein Medikament injizierte. Sein Motiv? Er wollte die Patienten in eine lebensbedrohliche Lage bringen, sie reanimieren, um anschließend als Held gefeiert zu werden. Es geht eher die Welt unter, als dass der sogenannte Todespfleger das Gefängnis je wieder lebend verlassen wird. Der aus Potsdam stammende Adolf Seefeld war gelernter Schlosser. Später war er als Uhrmacher tätig. Dieser Umstand handelte ihm den Namen Onkel Tic-Tac ein. Seefeld war geschieden und hatte einen Sohn. Sein Sohn war kriminell und saß lange in einer Irrenanstalt ein. Seefeld reiste zur Zeit des Nationalsozialismus oft durch Deutschland. Auf diesen Reisen hat er zwischen 1933 und 1935 19 Kinder missbraucht und getötet. Als Tatort wählte er meistens Kiefernwälder aus. Seine Opfer wurden immer ohne äußerliche Gewalteinwirkung aufgefunden. Eine eindeutige Todesursache konnte nie festgestellt werden. Deshalb spekulieren Wissenschaftler bis heute darüber, wie er diese Menschen ermordet hat. Wahrscheinlich mit Gift, das sich nur schwer nachweisen lassen konnte. Andere Experten vermuten, dass er seine Opfer in Hypnose versetzt hat und sie anschließend im Wald liegen ließ, ohne sie wieder zu erwecken. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Seefeld deutlich mehr Menschen ermordet hat. Doch vermutlich ging man bei vielen seiner Opfer von einer natürlichen Todesursache aus, da die Leichen beim Auffinden so aussahen, als würden sie nur schlafen. Mord oder Fremdverschulden ließ sich nur schwer nachweisen. Demnach wird die Zahl seiner Opfer auf bis zu 100 geschätzt. Eine weitere Besonderheit seiner Mordserie ist die Tatsache, dass alle seine Opfer Matrosenanzüge trugen. Warum, weiß niemand. Bereits als 12-jähriger Junge soll Adolf Seefeld von zwei Männern missbraucht worden sein. Seitdem litt er unter psychischen Problemen und war zeitweise in diversen Irrenanstalten. 1936 wurde Adolf Seefeld angeklagt und zum Tode verurteilt. Einige Zeit vor der Verhaftung Seefelds wurde ein anderer Mann fälschlicherweise mit den ungeklärten Tötungen in Verbindung gebracht. Der Mann nahm sich noch im Gefängnis das Leben. Später wurde klar, dass er unschuldig war. Kurz nach dem Todesurteil wurde Seefeld durch eine Fallschwertmaschine hingerichtet. Er zeigte keinerlei Reue und ließ sich bereitwillig, fast schon gerne, töten. Adolf Seefeld war ein Mann, dem wirklich alles gleichgültig war. Rudolf Pleil kam 1924 im Erzgebirge auf die Welt. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges hatte er mit 13 Jahren seine ersten sexuellen Erfahrungen mit einer Prostituierten und begann später eine Lehre als Fleischer. Danach diente er im Zweiten Weltkrieg, zeugt ein uneheliches Kind und wird in ein Arbeitslager stationiert. Dort fiel er zum ersten Mal auf, als er Katzen getötet und verspeist hat. Wenig später schoss er einen Soldaten an. Die blutende Wunde hat ihn enorm erregt. Pleil heiratet eine Frau und stellt sofort fest, dass sie den starken Drang in ihm nicht befriedigen kann. Deshalb zieht er ab 1945 nachts los, vergewaltigt und tötet Frauen. Von 1946 bis 1947 fungiert er als Grenzgänger im Harz. Zu dieser Zeit hat er mit zwei Komplizen 12 Frauen ermordet. Die Nachkriegszeit war derart schwer und chaotisch, dass die Morde zunächst nicht auffielen. Bis 1950 wurden weitere Frauenleichen gefunden. Meistens waren die Täter extrem brutal. Oft zerstückelten sie die Leichen oder vergewaltigten sie postmortem. Die ermittelnden Polizeibeamten erhielten zunehmend Hinweise der Bevölkerung aus dem Harz. Verhaftet wurde Pleil jedoch nur, weil er im Streit, völlig betrunken, einen Kaufmann mit einem Beil erschlagen hat. Dafür erhielt er 12 Jahre Haft. Während seiner Haft veröffentlichte er Aufzeichnungen, in denen er stolz mit seinen kranken Morden prahlt. Er habe 25 Morde begangen, genau einen mehr als Fritz Hamann. Damit sei er der größte Todmacher aller Zeiten. Über Fritz Hamann haben wir in unserem letzten Video ausführlich gesprochen. Hamann war damals, so wie heute, einer der berüchtigsten deutschen Serienmörder.
1950 werden Rudolf Pleil und seine beiden Komplizen jeweils wegen mehrfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Pleil nimmt sich 8 Jahre später das Leben. Ein Komplize stirbt im Gefängnis. Der zweite Komplize, Konrad Schüssler, durfte das Gefängnis Ende der 70er Jahre als freier Mann wieder verlassen. Damals war er erst knapp 50 Jahre alt. Ein verurteilter Serienmörder wird wieder auf die Menschheit losgelassen. Manche Entscheidungen der Justiz, die in den vergangenen Jahren getroffen wurden, sind unbegreiflich. Werner Pinsner schlug sich sein ganzes Leben mit haltlosen Jobs und Kriminalität durch. 1970 sitzt er zum ersten Mal in Haft, kurz darauf wird er Vater. Bei einem Raubüberfall im Jahr 1975, an dem er beteiligt war, stirbt der Leiter eines Supermarktes. Pinsner wird zu 10 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Im Gefängnis lernt er Gestalten des Rotlichtmilieus aus St. Pauli kennen. Nach seiner Entlassung wird er Auftragsmörder für Zuhälter und Drogendealer. Bis 1986 soll Pinsner in halb Deutschland mehr als 10 Auftragsmorde begangen haben. In Kiel, München und in der Umgebung von Hamburg. Wie ein kaltblütiger Killer richtet er seine Opfer mit Kopfschüssen hin. Der Verdacht gegen Pinsner erhärtet sich und er wird erneut verhaftet. 1986 hat er eine Vernehmung in einem Hamburger Polizeipräsidium. Pinsner schmuggelt eine Waffe hinein und läuft dann in der Polizeiwache quasi amok. Er erschießt den ermittelnden Staatsanwalt und verbarrikadiert sich mit seiner Frau in einem Raum. Wenig später erschießt er seine Frau und zum Schluss sich selbst. Bis heute ist der Fall Werner Pinsner einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle aus Hamburg. Volker Eckert beging seinen ersten Mord bereits als Teenager. Er erwürgt eine 14-jährige Mitschülerin, wird jedoch nicht belangt, denn er tarnte den Mord erfolgreich als Suizid. 1987 wird er wegen versuchten Mordes verurteilt, nachdem er 2 Frauen angegriffen und beinahe getötet hat. Nach nur 7 Jahren Haft ist er wieder auf freiem Fuß. Eckert zieht nach Oberfranken. In den folgenden Jahren fährt Eckert als Fernfahrer durch halb Europa. Zwischen 2001 und 2006 werden in Frankreich, Italien und Spanien 7 erdrosselte Frauen aufgefunden. Alle Frauen waren Prostituierte. Die Ermittler wussten sofort, dass der Täter beruflich bedingt viel reisen musste. Im November 2006 wird der Täter von einer Überwachungskamera in Spanien aufgezeichnet. Man sieht, wie er den leblosen Körper einer Frau ablegt. Ebenfalls war auf der Kamera ein LKW zu sehen. Wenige Tage später ist der Fahrer ermittelt. Es ist der 47-jährige Volker Eckert. In seinem LKW findet die Polizei Dutzende Fotos der ermordeten Frauen. Wenig später gesteht Eckert 5 Morde an Prostituierten und den Mord an seiner Mitschülerin damals. Die Polizei kann ihm noch 2 weitere Morde nachweisen. Eckert ging stets nach demselben Muster vor. Er lud Prostituierte in seinen LKW, anschließend erwürgt er sie, vergeht sich an der Leiche und schneidet Haare der Opfer ab, die er dann als Trophäe mitnimmt. Oft hat er auch Fotos der Opfer gemacht und Kleidungsstücke mitgenommen. Zu einer Anklage kommt es nie, da Eckert sich 2007 in seiner Zelle erhängt. Die Ermittler verdächtigen Volker Eckert des Mordes an 4 weiteren Frauen. Demnach hätte Eckert insgesamt 11 Frauen ermordet. Frank Gust hatte keine leichte Kindheit. Geboren und aufgewachsen ist er 1969 in Oberhausen. Sein Vater war Alkoholiker und einige seiner Nachbarn vergewaltigten ihn mehrfach. Als Teenager quält er Tiere, begeht Brandstiftung und bricht in die Leichenhalle des Friedhofs in Oberhausen ein. Dort schneidet er einige menschliche Leichen auf. Das Quälen und Vernichten von Lebewesen manifestierte sich immer mehr zu einem Bedürfnis in ihm. Es erregt ihn, wenn Menschen oder Tiere leiden. Seit 1994 hat er dann komplett die Kontrolle verloren. Bis 1998 ermordet Frank Gust 4 Frauen. Seine Opfer sind Prostituierte oder Anhalterinnen. Er ermordet die Frauen auf bestialische Weise und legt sie dann an gut einsehbare Plätze im Rhein-Ruhr-Gebiet ab. Seine Opfer wurden stark verstümmelt und ausgeweidet aufgefunden.
Da die Morde deutliche Parallelen zu Jack the Ripper aufwiesen, wurde Frank Gust als der Rhein-Ruhr-Ripper betitelt. Sein letztes Opfer war seine eigene Tante, doch die Leiche von ihr wird nie gefunden. 1994 gesteht Frank Gust seiner Mutter einen Mord. Die erzählt 5 Jahre später einer Freundin beiläufig davon. Die Freundin geht zur Polizei und wenige Wochen danach wird Gust verhaftet. Im Jahr 2000 wird er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Frank Gust hat aus sexuellen und sadistischen Motiven heraus getötet. Er sagte über sich selbst, dass er nicht therapierbar sei und für immer eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Bis heute sitzt er in der JVA Werl ein. Johann Meyer wurde 1886 in Rheinland-Pfalz geboren. Bei einem Arbeitsunfall im Steinbruch verlor er seinen linken Unterarm. Fortan wurde er nur noch Stumpfarm genannt. Im Ersten Weltkrieg war er aufgrund seiner Behinderung nicht zu gebrauchen. Meyer fiel in den folgenden Jahren unter anderem wegen Körperverletzung auf, nachdem er Menschen in Waldgebieten angegriffen hat. Von 1918 bis 1919 ermordet Meyer 3 Frauen, mit denen er zuvor ein Verhältnis hatte. Ebenso tötet er 2 seiner Bekannten, denen er die Morde an den Frauen gestanden hatte. Kurz darauf wurde er verhaftet und in Koblenz angeklagt. Anfänglich leugnete Stumpfarm jede Beteiligung an den Morden. Doch die Ermittler konnten ihm 5 Morde nachweisen. 1923 wird er zum Tode verurteilt. Kurz vor seiner Hinrichtung wird er doch noch geständig. Meyer sagte, dass er seine Opfer mit einem Karabiner erschossen hat. Zitat: Ein Schuss, ein Schrei, alles vorbei. Um die Polizei zu verwirren, trennt er die Köpfe und Gliedmaßen seiner Opfer ab und tauscht sie untereinander aus. 1923 wurde Stumpfarm in Köln enthauptet. '09 kommt es im Spandauer Forst in Berlin zu einem grausamen Zwischenfall. Der gerade 16-jährige Friedrich Schumann erschießt seine eigene Cousine. Vor Gericht stellt er die Tat als Unfall dar und wird freigesprochen. Die Richter konnten nicht ahnen, dass der Teenager sich in den nächsten Jahren zu einem Massenmörder entwickeln wird. Nur 2 Jahre später erschießt er eine Frau in Berlin und raubt sie aus. Dafür erhält er nur 9 Monate Haft, da er es wieder als Unfall deklariert. In den folgenden Jahren dient Schumann im Ersten Weltkrieg, heiratet und arbeitet als Schlosser. Zu dieser Zeit begeht Schumann in Falkenhagen, heute ein kleiner Ort in Brandenburg, Dutzende Morde. In den Waldgebieten des Falkenhagener Forst erschießt er wahllos Polizisten, Wanderer, Anwohner und Förster. Außerdem lauert er Liebespaaren auf, tötet die Männer, vergewaltigt die Frauen und ermordet anschließend auch sie. 1919 schießt Schumann auf einen Forstaufseher. Der zückt eine Schrotflinte und verwundet Schumann. Der Forstaufseher erliegt wenig später seinen Verletzungen, hat vor seinem Tod den Täter aber noch beschreiben können. Schumann wurde verhaftet und 1920 angeklagt. Die Öffentlichkeit nennt ihn nur noch den Massenmörder vom Falkenhagener See. Nach dutzenden Todesurteilen wird er 1921 enthauptet. Die Polizei ging zunächst von 6 Morden aus. In seiner letzten Nacht gesteht Schumann seinem Anwalt, 25 Menschen ermordet zu haben. Horst David kam 1938 in Breslau auf die Welt. Bereits als 6-jähriger Junge wurde er aus unerklärlichen Gründen von seinen Eltern verstoßen und wuchs deshalb in einem Kinderheim auf. Später war er als Maler tätig. Er heiratet und zeugt 2 Söhne. In den 70er und 80er Jahren blieb er oft tagelang von zu Hause weg. Für Prostituierte und Alkohol verprasst er sein komplettes Geld. Seine Frau trennt sich und Horst David zieht nach Regensburg. Bei einer seiner Draufgängeraktionen ermordet er 2 Prostituierte in München. Die Frauen wurden erwürgt in ihren Wohnungen aufgefunden. 18 Jahre lang gibt es keine heiße Spur zum Täter. Bis im September 1993 eine Nachbarin von Horst David ebenfalls erwürgt in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Dieses Mal findet die Polizei seine Fingerabdrücke und nimmt ihn fest.
Routinemäßig werden seine Fingerabdrücke nach München übermittelt und wenig später können sie ihn mit den zwei ungeklärten Morden an den Prostituierten in Verbindung bringen, ganze 18 Jahre nach den Taten. Horst David gesteht die beiden Morde und auch den an seine Nachbarin. Zum Entsetzen aller räumt er noch 4 weitere Tötungen an älteren Damen ein. Demnach hat Horst David von 1975 bis 1992 7 Frauen ermordet. Sein Motiv war stets seine finanzielle Notlage. 1995 wird Horst David vom Landgericht München zu lebenslanger Haft verurteilt. 2020 stirbt er im Alter von 81 Jahren. Offiziell sollen die Morde an den beiden Prostituierten seine ersten Morde gewesen sein. Doch da Horst David bei den Tötungen derart professionell vorging, sind viele Ermittler sich sicher, dass er zuvor bereits Dutzende weitere Menschen ermordet haben muss. Bis heute weiß niemand, wie viele Menschen der schamlose Serienmörder von nebenan wirklich auf dem Gewissen hat. Schaut euch auch unbedingt unseren Teil 1 deutscher Serienmörder an. Haben wir in unseren Videos noch einen Serienmörder aus Deutschland vergessen? Schreibt es in die Kommentare und abonniert für mehr ähnliche Videos.